Willkommen zurück bei Splinter Cell Blacklist. In der letzten Folge sind wir hier durch diesen... Ist das eine Eingangshalle? Mit unseren vier Checker hier gegangen. Die wir nacheinander natürlich beim ersten Versuch ausgeschaltet haben. Und die sprengen jetzt mal eben Schlafgas freisetzen und explodieren. Bloß weg. Bloß weg. Ja, und ihr habt jetzt zum ersten... Wie komme ich hier raus? Briggs kommt mit einem Transporter. Briggs? Wir streiten uns, nachdem er dich da rausgeholt hat. Treffpunkt andere Seite der Gartenanlage. Wir hatten, glaube ich, zum ersten Mal habe ich euch jetzt die Haftkamera gezeigt. Sie habt zwar nicht viel gesehen, weil sie außer Reichweite war, aber... Ich muss nochmal eben kurz Armbrust, EMP-Dübel, Haftschocker, Schlafgas. Man könnte hier ein bisschen schon mal den Weg ebnen. Licht aus. Alles ja schön gesilenced. Die Frage ist, ich muss erstmal die Armbrust in die Hand nehmen. Habe ich. Bei der Armbrust ist halt immer die Frage, hast du das Schlafgas aktiviert, ja, was? Sind das die einzigen zwei, die rumlaufen? Echt jetzt? Nee. Echt jetzt war voll daneben. So, wenn ich die Sniper nehme und da hinten das Licht ausschieße. Schlafgas nehmen und dahin werfen. So, gute Nacht. Ich glaube nicht, dass ich weit genug komme, aber wir versuchen es. Ne, schade. Aber da hinten ist ein neuer gespawnt. Erstmal die 1 nehmen. Ausschießen. Und da kommen noch ein Stückchen und tschüss. Gute Nacht. Alles klar. So, die Frage ist, was macht denn jetzt hier noch so großartig Licht? Irgendwie die Sniper nehmen. Ja, aber Licht ist hier immer noch in Übermaß. Viel zu viel Licht. Okay, den muss ich einfangen da drüben. In dir selbst. Jawoll. Ich höre mal wieder keinen Kampfsound, das nervt ein bisschen. Ja, das Problem ist immer noch, warum ich Sam nicht höre. Aber ich glaube, ich beschwöre mich in jeder Folge darüber. Nervt ein bisschen, aber naja, muss man sich dran gewöhnen. So komme ich eigentlich die Mauer da hoch. Jawohl. Natürlich, das wieder Lord Helmchen. Ja, meine Freunde, ich muss ganz kurz einen Cut machen, das hat an der Tür geklingelt. Wir sehen uns sofort wieder. So, wieder direkt zurück. Sorry nochmal für den Cut, aber der musste jetzt gerade mal sein. So. Lichter ausschalten. Licht 1 bringt nichts. Licht 2 bringt nichts. Lampe. Alter. Ganz knapp. Aber wie das alles nichts bringt, das ist doch kacke. Okay, hier unten bringt es natürlich relativ viel. Ich sollte vielleicht auf die andere Seite gehen.
Ich gehe mal davon aus, die Chill. Oh mein Gott, da ist ein Köter. Oh mein Gott, ein Köter. Schlafgas aktiviert, alles klar. Gute Nacht. Richtig kacke. Gute Nacht. So. Jetzt haben wir nur noch den Schildheini vor uns. Und da haben wir ja mittlerweile eine schöne Taktik ausgeklügelt. Ah, wenn Sam mal irgendwo Platz nehmen würde. Natürlich, komm. Das ist jetzt ein Witz, oder? Oh, Kacke, Sam. Da ist Nummer 2. Jetzt habe ich den Schildheini verloren. Ja, ich könnte ihn ja nicht zünden, aber ich hole mir lieber erst den drüben. Ich hätte ja eigentlich gehofft. Nein, jetzt habe ich... Oh mein Gott, ich Idiot. Jetzt habe ich die Scheiße gezündet. Lauf, Sam. Gut. Dann lassen wir ihn stehen. Oh Mann. Oh Mann. Gut, 23 Meter noch. Ja, genau. Wir klettern einfach mal hoch, Sam. Du bist erst rein. Okay, los. Die Drohne zeigt mehr als ein Dutzend Fahrzeuge, die sich dir nähern. Ach, verdammt, ein Pentak. Okay, macht nichts. Was soll ich denn jetzt machen? Fahrzeug vernichtet. Fahrzeug ausgeschaltet. Ach so, ich soll die... Ah, alles klar. Gegner ausgeschaltet. Okay, das ist cool. Das ist sehr cool. Eine Karre weniger. Gegner ausgeschaltet. Scheiße, man hat uns bemerkt. Wie soll man das denn nicht bemerken, wenn in der Stadt ein Haufen Autos in die Luft gehen? Komm schon, nach rechts, nach rechts. Oh, Scheiße. Na komm. Ich krieg den letzten nicht. Die Sau kommt nicht. Außerdem brennt die doch wie Sau. Okay, das war einfacher als gedacht. Schlage den Ghost von Xtreme One. Jawohl. So viel dazu. Ja, Xtreme One, wer ihn nicht kennt, ist mein Koop-Partner. Mit dem ich die Koops spiele. Wieder nicht auf Gold geschafft. Leider. Leider, leider, leider. Schade. Ja, die Penta, die war, glaube ich, am Ende. Bisschen doof und das Souls haben wir, glaube ich, auch dabei. Jawohl.
Ja, Assault Kills sind halt zu vermeiden, aber ich schaff das nicht mal. Leider, leider, leider. Abschluss in 48 Minuten. Ja, reine Spielzeit. Also ohne Wiederholung. So, versteckte Wege gefunden, 4 Stück. Schade, dass da immer noch nicht steht, wie viel es insgesamt gegeben hätte. Aber das wäre mal sehr interessant gewesen. 324.000 Dollar. Ich weiß, dass ein unautorisierter Drohnenangriff... Ja, natürlich. Das tue ich, Madam President. Ach komm, Graham. Erwartest du etwa ihren Dank? Du hättest das an meiner Stelle auch gemacht. Um mein Leben zu retten, einen Krieg riskiert? Alles, was ich tat, diente unserer Mission. Die Präsidentin kann sich wohl nicht als Einzige was schönreden. Wir konnten beweisen, dass der Iran keine Verbindung zur Blacklist hat. Das ist nicht, was ich meinte. Ich weiß, was du meinst. Du bist der Meinung, dass ich den gleichen Fehler gemacht habe wie Briggs in London. Man wird zu Entscheidungen gezwungen. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Es darf nichts Privates sein. Wirklich? Dann geh mit gutem Beispiel voran. Wir wissen beide, dass du alles riskieren würdest, um Vicks Leben zu retten. Vic hat gar nichts damit zu tun. Er ist der einzige Grund, dass du hier bist. Nur eins ist dir wichtiger als dein Job. Dein Team. Grim. Danke. Wenn du mir danken willst, red mit Briggs. Wenn wir es schaffen wollen, brauchen wir ihn. Hey, Leute, der Sender an der Chemiewaffe? Er ist fast in Amerika. Spezialmission Hauptquartier abgeschlossen. Als nächstes gehen wir zum Bargelände. Ja, und warum ich die Mrs. President gerade nicht gehört habe. Ich hoffe, das ist nur bei mir so. Weiß ich nicht. Falls es bei euch auch so ist, tut's mir leid. Es gibt keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Ich habe nichts gemacht an Einstellungen. Und am Anfang haben wir sie ja gehört. Aber wir reden jetzt erstmal mit Briggs. Gute Arbeit während des Einsatzes. Du wolltest mich nicht mal dabei haben. Ich weiß. Ich mache eben auch mal Fehler. Stichwort London, hä? Hör mal. Vergiss London. Du musst mir bei der Blacklist-Sache helfen. Was? Dass du die richtigen Entscheidungen triffst, kann ich dir beibringen. Aber im richtigen Moment auf dein Bauchgefühl hören, kannst nur du. Wieder okay? Gut. Gute Arbeit, Briggs. Scheint, als gäbe es wieder Arbeit. Ja. Die Untertitel sind ein bisschen anders als das, was gesprochen wird. Und da oben sehen wir die 4i Missionsfortschritte. Das sind die Koop-Spiele. Da ist ja ein bisschen was gemacht. Ein bisschen. Noch nicht allzu viel. Wie gesagt, ich habe noch nicht so viel Koop gezockt. Aber Bescheid, wenn Verbesserungen am Flugzeug nötig sind. Ja, nicht jetzt. Aber ihr werdet eh alles sehen, also ihr braucht euch da keine Sorgen machen. Erstmal Sarah anrufen. Hallo? Dad? Hey, wollte nur kurz fragen, wie du dich fühlst. Keine Ahnung, verängstigt? Der Blacklist-Countdown läuft und die Leute drehen durch. Alle verstecken sich in ihren Kellern. Ich kann mir schlimmere Orte vorstellen. Gibt's Krieg mit dem Iran, Dad? Denn das ist das, was alle sagen. Hängt von der Präsidentin ab, Kleine. Und davon, wie schnell sie Grimms Berichte liest. Habt ihr etwa? Nein, ich werde nicht fragen. Gut. Oh, bevor ich es vergesse, schöne Grüße von Onkel Vic. Er ist wach? Du hast ihn gesprochen? Etwa 5 Minuten, bevor sie ihn wieder ausgedockt haben. Er hat starke Schmerzen. Aber er sagte, dass er zurückkommt und du ihm ein Bier schuldest. Ja, das klingt nach Vic. Schön, das zu hören. Aber, Schatz, du musst mir einen Gefallen tun, okay? Bleib morgen zu Hause. Mach ich. Gut. Dad, ich... Ich wünschte, ich könnte es dir sagen. Tu's für mich. Bitte. Ich glaube, Sam weiß sogar mehr wie wir, aber... Weil der Freiheitscountdown, der läuft in 2 Stunden ab.
Ja, gute Frage, nächste Frage. Wir checken nochmal eben kurz unsere Ausrüstung. Und dann würde ich sagen, nicht lange aushalten, sondern direkt in die nächste Mission gehen. Zack. Obstanzug, was hatten wir denn nicht gekauft? Ja, natürlich ist die Panzerung, haben wir jetzt nicht mehr ganz so viel, aber wir haben ein bisschen mehr Stealth. Und wir brauchen die Marinetarnung. Definitiv Marinetarnung. So, die Handschuhe hatten wir auch noch nicht. Aber jetzt. So, wir sind ein sehr teurer Anzugträger. So, hier. Genau, das hätte sich nicht gelohnt. Stiefel haben wir, glaube ich. Nehmen wir Stiefel haben wir. Gut, damit hätten wir damit schon mal alles abgeschlossen. Ja, hier die Waffen, weiß ich nicht. Also, es bleibt lieber bei der USP. Vielleicht nehmen wir später noch die hier, aber das werden wir sehen. Sekundärwaffe bleiben wir erstmal beim Scharfschützengewehr, wo wir auch alles haben. Gut, alles klar. Alles klar. Nö. Bahngelände Philadelphia, USA. Sicherheitsprotokolle der iranischen Armee für dich zum Üben, wenn du das hast, was ich brauche. Und Scheiß hast du! Ich hab den Quellcode, Alter. Wenn du mir im Austausch dafür ein paar von deinen coolen Cracking-Subroutinen vermachst, wäre ich vielleicht bereit, ein bisschen von dem, was ich habe, abzugeben. Wenn das wieder so ein Scheiß wie damals ist, als du meintest, du hättest Zugriff auf eine schwedische Bank. Warum fängst du schon wieder damit an? Wir müssen... Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. So, höchste Schwierigkeit abgeschlossen. Nicht tödlich. Machen wir eigentlich fast jedes Mal. 6500 Punkte. Wobei. Egal. Ich verstehe das hier noch nicht so ganz genau. Aber, ach, 6000 auf normal. Alles klar. Ich glaube, für Dingens brauchen wir ein bisschen mehr. So, und wir haben wieder ein bisschen Input zum Einsammeln. Ab zum Briefing. Gibt's was Neues, Olli? Der Sender bewegt sich immer noch südlich auf der 195. Hab Aufnahmen von Kameras entlang der Route besorgt. Schick sie Charlie. Wenn sich was ändert, sag Bescheid. Solltest du nicht aussteigen? Die Dinge ändern sich. Wir haben einen Teil des Kennzeichens. Übernimm das. Okay. Der Sender an der chemischen Waffe ist jetzt kurz vor Philadelphia. Das Zeug hätte niemals ins Land gedurft, wenn wir den Angriff nicht verhindern. Wir werden nicht diesen Angriff verhindern. Wir werden alle Angriffe verhindern. Unser Militärgeheimdienst hat Verhöre durchgeführt, die ich abgehört habe. Sadiq hat Kommandanten, denen er vertraut. Sie denken, dass diese Kommandanten die Durchführung der Angriffe koordinieren? Wenn wir ein Leben erwischen könnten? Dann würden wir die Pläne für Blacklist kennen. Ein super Zeitpunkt für sowas. Der Transporter ist ein Leihwagen. Er wurde genau wie 5 andere mit falscher Kreditkarte gemietet. Der Sender. Er wird langsamer. Höhe East Oregon. Fährt Richtung South Columbus zum Zugdepot der Stadt. Auf Überwachungskameras schalten. Die anderen Ingenieurfahrzeuge sind schon dort. Die Bomben können scharf sein. Ja, was machen wir denn? Ja, was? Ja, genau, wir gehen in die Mission. Philadelphia International hat uns schon Landeerlaubnis erteilt. Cockpit, Landeanflug abschließen und dann... Irgendwelche Infos über die Bombe aus London? Liegen bereit. Die Dinger zu deaktivieren dürfte nicht schwer sein. Gut. Charlie, du musst irgendwie den Funk in dem Gebiet stören. Wir können keine Fernzündung riskieren. Mach ich. Briggs. Wir gehen zusammen raus, und zwar sofort. Hurra! Hurra! Alles klar, Briggs ist wieder an Bord. Rauchgranaten sind optimal, wenn du viele Gegner und Ziele hast und große Freiflächen decken musst. Ja, aber nö. Wir bleiben so. Ich guck trotzdem jedes Mal rein, das ist totaler Bullshit, was ich mache, aber egal. Ja, Briggs ist wieder mit an Bord. Als Scharfschütze. Die Frage ist, warum man die Mission dann nicht als Koop-Team spielen könnte. Wäre natürlich mal interessant zu sehen, wenn man wirklich eine komplette Mission als Koop spielen würde, wenn, keine Ahnung, Briggs wirklich hinten irgendwo als Scharfschütze liegt. Oder ähnliches. Kümmert euch um die Gegner in dem ersten Transporter. Ausschalten, sonst zünden sie die Bombe. Bereit. In Position.
Position. Gute Sicht. Fahrer markiert. Verstanden. 3, 2, 1. Sam, geh zur ersten Bombe, bevor sie explodiert. Greife an. Los, Lord Helmchen schnappen. Moment. Das Wichtigste erstmal wieder auswählen. Schlafgas und meine Armbrust. Ah, natürlich hat er eine Maske auf. Ach, komm schon. Weiß ich, kein Arsch hat eine Maske auf und den ich mit Gas abschießen will, der hat eine Maske auf. Okay, die haben alle Helme auf. Halt die Klappe und stirb. Drecksack. So, erstmal wieder 1, 2. Ich sehe gerade nicht, ob der eine Maske auf hat. Na komm, ich will den markieren. Wo muss ich denn hin? Kommen die immer wieder neu, oder? Kann ich die alle in Ruhe ausschalten? Sehr schön, Briggs. Und den letzten holen wir uns ja bestimmt. Ja, genau, die Sau hat die Gasmaske auf, weißt du? Alles klar. Rim, ich werde jetzt die erste Bombe entschärfen. Verstanden. Setze Funkstörsender. Cool, Signal gut. Wir haben 3 weitere Sprengsätze geortet, Sam. In einem Tunnel in deiner Nähe, auf dem Wartungshof im Ringlokschuppen. Der Bereich ist zu groß, sonst läuft die Zeit davon. Wir müssen uns aufteilen. Schick euch die Position aufs Opset. Der klingt schon wie Grimm. Alles okay. Grimm, eine Ahnung, wer der Anführer ist? Eine Vermutung ist auf dem Opset. Der Verhaltensanalyse nach leitet er diesen Angriff der Engineers. Ich werde ihn fragen. Ja, wie auch immer. Einbruch, Briggs. Fischerende. Auf was für eine Scheiße habe ich mich da eingelassen? Ach, schwimmen wir jetzt Briggs? Ah, cool. Bombe, bevor sie bewegt wird. Verstanden. Finde den Transporter. Du findest das Nervengas. Finde das Nervengas und deaktivier den Mist. Okay, gucken, was haben wir denn hier für... Oh, natürlich. Eine Splittergranate, eine Brandgranate, Schlafgas, Kontaktschocker. Ich hätte aber gerne nicht tödliche. Okay, der kann nur tödlich. Toll. Alter, warum bin ich denn bitte die ganze Zeit in der Third Person? Moment. Ich kann mit dem nichts machen, aber ich glaube, dem ist das scheißegal. Ich glaube, hier ist das wirklich scheißegal. Nö, eigentlich nicht. Ah, zumindest hat er auch das Schöne so nah. Ah, wie gesagt, ich habe hier nur Ego-Perspektive. Sehr komisch. Vor allem, der hatte gerade noch ein Scharfschützengewehr. Wo ist das hin?
Was viel schlimmer ist, ich kann mich nicht mit Q an irgendwelche Wände lehnen. Und ausschalten kann ich auch nur tödlich. Toll. Toll. Warum kann er denn keine nicht tödlichen Angriffe? Markieren kann ich die auch nicht mit Alt. Ja. Es wird sehr lustig werden. Die Transporter passen zu Charlies Bildern von den Verkehrskameras. Vor allem sehen tue ich die auch nicht auf dem Scheißding hier. Das ist gerade ein bisschen tricky. Aber okay. So können wir endlich mal rumspallern. Pistole in die Hand nehmen. Und tschüss. So, wir haben noch Schlafgas. Das war knapp. Knockout. Das ist die letzte. Konzentrier dich auf die Bombe. Alles klar. Grimm. Ja, doch gar nicht so schwer. Grimm. Briggs, hey, ich habe anhand von Sams Aufnahme aus London ein Schaltbild der Bombe angefertigt. Sie enthält ein Aerosol-Verteilsystem. Das hat ihn vermutlich auch vergiftet. Alles wird gut. Du musst nur langsam die Ummantelung aufschieben. Nein. Gib mir Grimm und zwar schnell. Ja, zu tun. Sucht mit Sam den Anführer. Glaubst du, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit dir zusammenzuarbeiten? Schick einfach die Details aufs Upset, Charlie. Ich glaube, die zwei mögen sich nicht so wirklich. Kann das sein? Sprengsatz deaktiviert. Ab nächste Position erreicht. Sam, die Engineers machen die Bombe auf der anderen Seite des Viaduktes scharf. Beeil dich. Juhu, wir dürfen endlich wieder Sam spielen. Ach, okay, Briggs war... Sam, das SMI vermutet, dass um die Bombe herum alles vermint ist. Ja, ich sehe es. Also... Es war natürlich jetzt gerade sehr interessant, mit Briggs zu spielen. Aber es war auch nervig. Ich gebe ich sogar ehrlich zu, weil es war wirklich nervig. Erstmal wieder nicht tödliche Sachen auswählen. Boom, Headshot. Ja, da hinten war gerade irgendwo ein Sniper. Ich sehe zumindest den roten Strahl. Wie die alle Helme aufhaben, die Schweine. So kannst du den richtigen Lord Helmchen gar nicht erkennen. Hat der eine Gasmaske auf? Ich glaube, der hat eine Gasmaske auf. Na komm, mein Freund. Und tschüss, mein Freund.
Ah ne, er hatte doch keine Gasmaske auf. Er hatte eine Skimaske auf, ja gut. Och. So ein Bullshit. Wieso lebt der Sniper denn noch? Geht doch. Hochklettern, sehr schön. Grenade, move. Das Kommando kam zu spät. So, Geräuschemitter, Impedibel, Haftschocker. Halt die Klappe. Oh oh. Wer lebt denn noch? Das waren jetzt, glaube ich, alles gerade Kampf-Knockouts. Kann das sein? Alter Falter, okay, jetzt gehe ich gerade wirklich viral. Alter Kacke. Ich gehe wie Rambo vor. Auf Geräusche mit. Oh mein Gott. Okay. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil der Haftgeräuschemitter nicht geworfen wurde. Och, komm schon. So ein Müll. So, die Sau holen wir uns gleich. Da ist Lord Helmchen. Ja, komm. Oh, endlich zieht er mal über die Brüstung. So, da hinten ist noch eine. Guck mal, ob ich den Scharfschützen erwische. Das ist, glaube ich, gerade das Wichtigste. Gibt's nicht. Jawohl. Hat auch nur 3 Schüsse gedauert. Oh mein Gott, Sam zurück. Nein, Sam, hoch da. Ich hätte den gerne von oben ausgeschaltet, aber der wollte ja nicht. Lieber abgehauen, die Sau. Gut, da ist eine Mine. Tschüss. Nein, nimm das. Na, ach, komm schon, Sam. Aber ich kann ihn ja zum Glück direkt hier verstecken. Und jetzt nimmst du bitte wieder dein Scharfschützengewehr auf, Sam. Bitte, 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 Scharfschützengewehr. Jawohl. Jetzt gehen wir erstmal wieder hier hoch.
Die Granaten, die Bomben, die machen mir so extrem Sorgen. Gut, der Scharfschütze ist ja zum Glück da oben weg. Aber ich habe ja noch... Spring rüber, Sam. Und hoch. Puh, so, Schlafgas aktiv. Es geht nicht ab. Wo muss ich denn hin? Okay, da ist was zum Aufladen, also müssen wir runter. Ja, ich rede wieder ein bisschen zu wenig, merke ich gerade. Aber wir haben den ersten Teil schon mal hinter uns gelassen. Sehr schön. So, da vorne ist der Laptop. So, da ist ein Lord Helmchen. Da liegen wieder ein Haufen. Ein Haufen Bomben. Ich kann ihn ausschalten. Jawohl. Und rüber. Genau so sieht das aus. Jetzt kommt die kleine Sau. Doch nicht. Ja, ich habe. Okay, wir könnten noch hinten rumgehen, habe ich jetzt gerade. Also das heißt, ich könnte wieder auf Schlafgas gehen. Die ist leer. Die Bombe wurde schon in den Zug verladen. Oh oh. Oh oh. Ich renne von Position, von Deckung zu Deckung. Na, da könnte ich einen verstecken. Warum habe ich den einen bitte nicht markiert, ich Idiot? Komisch, eigentlich müsste er die Bomben deaktivieren. Sehr komisch. Aber was ist hier schon normal? EMP, Dübelhaft, Joker, Schlafgas. So, da oben sind Scharfschütze. Gut, wir können hier oben lang klettern. Das ist ein zweites Scharfschütze, kann das sein? Scheiße. Schweigen, Lelema. Oben noch ein Sniper. Also zumindest haben wir hier irgendwo zwei Sniper. Beeil dich, Sam, beeil dich, Sam, beeil dich, Sam. Und hoch da. Okay, toll, wir hätten auch unten rum gehen können. Okay, da oben ist das alles, aber. Wie machen wir das?
Habe ich den Sack schlafen legen, kann das sein? Schieße ungern auf gut Glück. Okay, ich schieße sehr gern auf gut Glück, aber da muss ich zumindest schon mal eine Chance auf Erfolg haben. Mensch, wie viel laufen hier denn? Oh mein Gott, Lord Hämmchen. Der hat eine Gasmaske auf. Du bitte weg, Sniper. So ein Bullshit, dass er sich jetzt wieder umgedreht hat, was? Alter, das gibt's nicht. Die ganze Arbeit umsonst. Vor allem, wenn ich jetzt gerade mal auf die Uhr gucke. Ja, meine Freunde, das war's dann erstmal wieder von hier, von mir, von Splinter Cell. Ich habe mal wieder ein bisschen überzogen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaut morgen wieder rein. Anregung, Kritik gerne unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute. Ciao, Leute.